Kannst du dir bitte meine Base mal anschauen? Schrieb mir der Moritz allerdings schon vor 3 Wochen und heute habe ich ihn erwischt. Es ist ein lupenreiner 7er Account hier. Damit herzlich willkommen bei mir, dem Tostrator, beim Clan Spätzle mit Soße. Aber was wir hier sehen, ist ein wirklich super, super durchgemaxtes Rathaus 7 und er geht auf Rathaus 8. Er muss ja nun alles bauen, aber ich meine, hier unten in dem Bereich brauchtest du vorher auch nicht unbedingt anfangen, irgendwo Engineer zu arbeiten. Aber gefällt mir wirklich, wirklich gut, die Base. Ich glaube, die Base ist auch, ja, das ist so eine Standard-Rathaus 7 Base. Da hast du natürlich deine Probleme. Aber ich glaube, im Moment hat man das Problem, dass einem hier unten vor allen Dingen der Feger und die Luftabwehr gleichzeitig weggeblitzt werden. Aber dennoch hat er da natürlich hier noch gegenüberliegend 2 Luftabwehren. Also gerade im 7er Bereich wirst du ja häufiger, gerade in Clankriegen, mit Drachen angegriffen. Und die Base ist Max Out, hat sicherlich auch schon mal verteidigt und er ist auf jeden Fall ein sehr aktiver Account. Ich denke, er farmt sich jetzt noch die Lager hoch, damit er gleich zum Start von 8 auch loslegen kann. Ich weiß gar nicht, ob der Wutzauber hier noch hochgeht auf Rathaus Level 7, aber der Rest der Truppen ist komplett durch, hat er super gemacht. Auch super das Schwarze eingesetzt hier für die Hockrider, für den Helden auf 5. Also ich denke, klasse Dorf hier und der Start auf Rathaus 8 wird hier sicherlich gelingen. Ja, worum geht es denn eigentlich heute? Ihr habt das gesehen im Thumbnail, diese breite Kiste. Es geht um diese breite Kiste hier, um die Battle Machine. Denn die kann man ja, also wenn man sie, ich habe es auch selber nicht verstanden. Jetzt mittlerweile verstehe ich es. Wenn man sie also nicht gespendet bekommt, ich habe sie ja im Moment gespendet bekommen, dann setze ich sie auch als Level 3 aus. Wenn ich keine habe, dann habe ich aber meine eigene als Rathaus 12er. Die kommt dann allerdings auf dem Level raus, wie ich sie habe. Das habe ich jetzt auch verstanden. Ich hatte das die ersten paar Tage nicht verstanden und habe gedacht, baut der 12er die jetzt nur, um die zu spenden und um die nicht selber zu nutzen? Nein, er kann sie natürlich selber nutzen. Was mich ein bisschen aufregt, muss ich sagen. Das Ding hier dauert ja nun 20 Minuten in der Herstellung und gibt nur einen einzigen EP, wenn man das Ding spendet. Ich spende das dem Swashy eben mal. Und das finde ich ein bisschen unmöglich, muss ich sagen. Denn ich meine, die kostet jetzt 100.000. Da kriegt dann noch gerade einen Bowler mehr. Die kostet jetzt 100.000 zum Nachbauen. Und alles andere, was ja mehr gibt. Also die selbst die Bowler hier geben mehr EP. Ja, das finde ich, ich finde es ein bisschen dünn, Supercell. Also ich kriege für einen Golem 30, ich kriege für den Hund 30, ich kriege demnächst für den Elektrodrachen, wenn meine Kaserne fertig ist, 30 Punkte. Und für die Maschine, die so sauteuer ist, 20 Minuten Bauzeit hat, kriege ich nur einen einzigen EP. Ich finde es ein bisschen wenig, ist aber, glaube ich, an der Stelle nicht so schlimm. Ich bin jetzt nicht der EP-Macher ohne Ende, aber meine EP ist da oben auch. Hier ergeben sich meistens auch Spenden oder gewonnenen Angriffen und ich will euch aber eine Situation aus unserem vorletzten Clankrieg zeigen. Denn seit dem Clankrieg, muss ich sagen, habe ich ein bisschen Schiss, diese Maschine einzusetzen, weil ich nicht weiß, nimmst du jetzt eigentlich noch Mauerbrecher mit oder nimmst du keine mit? Also ich habe die Maschine hier unten, da müssen wir gleich mal drauf achten, auf dieser Höhe gesetzt. Und die geht dann eigentlich nach Adam Riese von Mauer zu Mauer. Das heißt also, sie macht auch hier die Mauer, kriegt natürlich dann ein bisschen Schläge vom King hier und geht kerzengerade eigentlich dann auf den Inferno und dem Rathaus, denn sie folgt ja der Mauer. Gucken wir mal, wie das eigentlich bei mir war hier. Ich habe hier jetzt erstmal ein paar Riesen gesetzt. Also es ist eigentlich die typische Kombination, die man jetzt nicht unbedingt in so eine Ringbase macht. Aber ich habe gedacht, mit der Maschine kannst du super funneln. Und mit der Maschine kannst du eigentlich super funneln. Ich gehe jetzt mal ein bisschen näher rein und dann geht die Maschine hier auch durch. Aber ja, dann blieb die jetzt hängen da, als wenn die zu breit ist. Ich meine, man kann das ab und zu mal sehen, dass die Räder hier tatsächlich rechts und links in den Mauern hängen. Aber das Ding ist ja nun nicht breiter gebaut. Und ich hatte ja jetzt keine Mauerbrecher dabei, um vielleicht noch rechts und links die Mauer aufzumachen.
Vermutlich laufen die Mauerbrecher auch da durch, das weiß ich jetzt nicht. Auf jeden Fall hatte ich Sorge und die ganzen Truppen hängen da auch erstmal so ein bisschen rum und ich kriegte die auch nicht raus. Das kam noch dazu, ich wollte sie ja jetzt rausholen und habe da dann drauf geklickt. Und ihr seht das hier unten, ich kann nicht mehr klicken. Die ist irgendwie tot gewesen, beziehungsweise ich konnte sie dann doch irgendwann klicken, aber es war natürlich viel zu spät. Jetzt kommen da noch meine Bowler raus und ein Riese. Also, ja, vielleicht habt ihr den Bug auch schon gehabt. Ich habe ihn ja jetzt einmal gesehen, bisher in einem anderen Video, und habe ihn allerdings genau an dem Tag, das ist auch das Witzige, selber gehabt. Hat mich natürlich total geärgert, dass ausgerechnet ich hier jetzt so einem kleinen Bug unterliege. Es mir eigentlich den zweiten Stern hier gekostet hat, denn meine Truppen wären ja relativ gerade doch da durchgegangen. Ich habe dann noch das irgendwie versucht zu retten mit dem Sprung und mit dem Wut, ist mir aber nicht gelungen. Und was willst du machen? Vielleicht ist euch das auch schon passiert. Ich werde diesen Bug auf jeden Fall melden und werde mal im Forum schauen, ob es da nicht schon welche gab, die auch das gleiche Problem hatten. Also eine etwas zu breite Maschine, die da in der Mauer festhängt. Und am Ende ja, sind es hier klägliche 61% gewesen. Ist natürlich ein bisschen wenig. Und wir haben den Clankrieg, ihr habt das vielleicht im Livestream. Den verlinke ich euch übrigens nochmal in einer Infokarte in diesem Video. Den haben wir leider auch verloren. Das habt ihr, glaube ich, gesehen. Wir haben 54, 56 verloren. Und das Ärgerliche ist eigentlich an dieser Situation, dass wir trotz des Verlustes hier von 2 Sternen prozentual schon geführt haben. Das ist eigentlich das Ärgerliche. Und 2 Sterne mehr hier, also einen mehr hier und einen mehr hier von Maste. Und dann sehe das ganze Ding ganz anders aus. Oder hier unten die Zehner noch zugemacht. Ist uns leider nicht gelungen, ist aber nicht so schlimm, glaube ich. Den letzten Clankrieg haben wir dafür wieder gewonnen. Auch relativ deutlich gewonnen. Und auch da habe ich die Maschine natürlich zweimal genutzt. Ich habe erst gedacht, na, vielleicht nutze sie nicht. Und tust nur die Clanbuch so rausholen, aber wollte ich dann doch nicht machen. Und ich hatte gedacht, wir machen hier aber in jedem Fall einen Angriff. Wir haben ja schon Clanspiel, ihr seht, ich drehe ganz spät ab. Wir müssen hier 3 Sterne müssen wir sogar machen. Ich habe schon so ein bisschen was gemacht, was mich hier ein bisschen wundert. Bei den Clanspielen, wenn das Ding jetzt weg ist, dann sind einige Zahlen sind gelb geschrieben. Keiner hatte da heute mal eine Antwort drauf. Vielleicht habt ihr ja eine Antwort darauf. Da haben wir unsere erste Base. Ja, also ein Rathaus 11. Ich wollte eben schon Rathaus 12 angreifen und ich glaube, ich habe ja auch im Livestream am Samstag mein Rathaus 12, ich glaube, 4000 Mal als Rathaus 11 betitelt. War natürlich ein bisschen doof. Aber man muss sich erstmal ran gewöhnen, dass wir jetzt ein Rathaus weiter sind. So, wie gehen wir hier eigentlich vor? Ich würde sagen, wir machen die Queen weg und gehen einem Inferno entgegen. Da muss ich jetzt wieder ein bisschen schneller sein. Gucken wir mal, ob hier irgendwo eine Falle ist. Da ist keine Falle. Ich schicke einfach mal ein paar Heiler mit. Denn Queen Walk mir ein bisschen leid, muss ich sagen. Deswegen lieber mit so ein paar Heiler. Ich habe Mauerbrecher dabei. Aber sicher ist sicher. Sicher ist sicher, nicht, dass das Ding nochmal wieder hängen bleibt. Und deswegen. Oh, die Bowler. Ein paar Bowler gehen, glaube ich, mit rein. Meine Maschine ist jetzt leider schon kaputt gegangen. Und da nehme ich aber hier trotzdem nochmal den Sprung. Nehme mal meine Magier hier mit rein. Und einmal Wut. Einmal Wut. Das muss jetzt eigentlich ganz gut da durchgehen. Ich gehe hier meistens mit den Babydrachen. Ich nehme einfach mal 2 Stück mit. Die setze ich oftmals einfach mal rechts und links, dass die einfach mal mitlaufen. So, ich habe meinen Warden gerade gezündet und habe gerade den Fokus meiner Maus verloren, aber da ist er. Und meine Queen schwächelt schon so ein bisschen. Mein King schwächelt da hinten auch, aber ich glaube, das sieht noch ganz gut aus. Wir können die hier hinten, den King. Ich glaube, wir brauchen keinen Zauber mehr. Das war in jedem Fall ein Rathaus 11 und wir haben, glaube ich, mit einem Schlag das Clanspiel gemacht. Ja, das lobe ich mir. Und so kann das in jedem Fall vorangehen. Ihr seht, ich habe die Pötte recht voll und ich bin auch ein bisschen in der Zwickmühle. Da müsst ihr mir helfen. Ich pin euch oben einfach mal eine Umfrage rein, was ihr an meiner Stelle jetzt updaten würdet mit den Bauarbeitern, die ich ja jetzt freikriege. Oh, da kommt noch mal ein bisschen Bonus raus.
Und jetzt sehen wir das hier auch, dass hier einige Einträge gelb sind und keiner weiß von uns im Moment, warum gibt es hier gelbe Einträge. Vielleicht wisst ihr es, keine Ahnung, vielleicht ist es auch einfach nur ein optischer Fehler, wer weiß das schon. Aber was ich jetzt als nächstes update, ihr seht 23 Stunden 55 Minuten, nächster Bauarbeiter erstmal frei und der Lot ist ganz gut im Moment, ich bin ein bisschen höher in der Liga. Also das passt schon, aber ich bin mir jetzt wirklich nicht ich bin so ein bisschen in der Zwickmühle. Was machst du denn jetzt eigentlich als nächstes? Erstmal fordere ich was an. Was machst du eigentlich als nächstes? Und ich hatte gedacht, ich mache eigentlich die Werkstatt als nächstes, aber brauche ich? Ich meine, wenn man sie updatet, dann schaltet man sich ja das Luftschiff, glaube ich, frei. Und brauche ich es wirklich? Braucht man es jetzt wirklich schon? Ich glaube, die Entscheidung fällt mir sehr, sehr schwer. Entweder die Werkstatt. Der dunkle Pott hier, der ist sicherlich wichtiger, gerade wenn es darum geht, die Helden jetzt über 51 zu ziehen. Ich könnte den King, könnte ich jetzt noch mit 200.000 auf 51 ziehen, dann war es das aber auch. Oder aber, wir nehmen uns gleich das nächste Goldlager. Das kostet ja auch Elex, denn ohne das Goldlager kriege ich hier das Town Hall nicht hoch. Das kostet dann der läuft ja jetzt gerade auf Level 3 hoch. Und wenn er dann auf 3 ist, auf Level 4 kostet er 10 Mille, die habe ich. Aber auf 5 kriege ich das Town Hall nicht, weil da kostet sie 12. Und ich muss sowieso, für viele Sachen musst du einfach alle 4 Goldpötte haben. Das ist der Adler. Ich glaube, die Tesla sind es nicht, die kosten 10. Aber alle anderen Sachen kosten alle grundsätzlich über 10. Und dafür müssen wir in jedem Fall die Lager hoch haben. Das ist einfach so. Müssen wir mal schauen. Die sind auch etwas über 10. Und wie wir da weiter vorgehen. Aber ich denke, wir machen noch einen zweiten Angriff. Ui, schöne Base hier. Kein Adler, keine Infernos. Also ein 10,5er hier für uns. Den nehmen wir mal mit. Der wirkt zwar sehr, sehr stark, aber mittlerweile, muss ich sagen, habe ich jegliche Skrupel gegenüber Bases abgelegt. Und von wo gehen wir eigentlich rein? Er will sicherlich, dass ich über die Magiertürme da hinten komme. Das möchte ich aber nicht. Und ihr seht das, ich kann hier jetzt auch ich hab keine eigene Maschine dabei. Habe ich beide verspendet? Ja, das ist ja merkwürdig. Da muss ich gleich mal nachgucken. Dann würde ich sagen, ja. Wie gehabt mit unseren Riesen. 1, 2, 3, 4. Ich habe ein paar Riesen in der Clanbook. Die nehmen wir auch mal mit. Die nehmen wir ruhig mal mit. 13 Mauerbecher. Da geiz ich ja nie mit. Da geiz ich irgendwie nie mit. Und dann geht das hier mit Bolan King und dem Warden hier rein. So, mal sehen, ob wir... Ah, die laufen jetzt nach da. Wieso laufen die? Ja, die. Jetzt gehen noch 3 Mauerbrecher durch die freie Mauer. Hier mal sehen, ob die überhaupt ankommen. Mal gucken. Ich glaube, die kommen nicht an. Ich glaube, die kommen nicht wirklich an. Deswegen nehmen wir hier unseren Sprung, dass es hier Richtung Rathaus geht. Ja, das sieht ja noch ganz gut aus. Wie gehabt, ein Drache rechts, ein Drache links. Und ich heile einmal, glaube ich, hier hinten meine... Oh. Meine Riesen durch. Ich sehe das gerade. Da ist irgendwie Clanburg. Kann das sein? Ah ne, das waren nur die Skelette. Und ich glaube, das sieht ganz... Oh, mein Warden hat es erwischt. Mist, mein Warden hat es erwischt. Naja, dann müssen die sich hier jetzt nochmal richtig durchprügeln, dass wir wenigstens die Defense-Geschichten auf der Seite noch packen. Da oben ist nur noch eine kleine Kanone. Wo ist meine Queen eigentlich? Ah, meine Queen macht schon mal das Rathaus. Das ist gut. Meine Queen macht schon mal das Rathaus. Ich habe noch 2 Freeze-Spells. Die werde ich auch einsetzen, denke ich mal. Nämlich... Oh, Mist, mein King kriegt da Beschuss. Das ist nicht so gut. Okay, der muss sich jetzt durch die Mauer prügeln da. Ah ja. Aber trotzdem, ich habe Hauptaugenmerk natürlich auf Elex, weil der Pot soll auch noch voll gehen. Möglichst auch noch der dunkle. Oh, mein King wird geheilt, das ist super. Dann halten wir die doch noch mal kurz auf hier. So, dann zünde ich jetzt mal die Queen auf der Seite. Was haben wir hier hinten eigentlich noch? Ah, hier haben wir noch 3 Bogenschützentürme und 82 Gold. Okay, meine Heiler sind jetzt weg. Die Kanone ballert immer noch. Mist. Okay, dann lassen wir jetzt die beiden aber nicht sterben. Ich glaube, an Prozenten reicht das auch. Ja, ihr seht, ich drehe ja relativ spät ab und hatte euch ja im Livestream und auch in der letzten Woche nicht versprochen, sondern eigentlich gesprochen, dass ich etwas weniger aufnehmen werde, weil ich da nicht zu komme. Komisch, ich hatte eigentlich eine Maschine. Ich dachte, ich könnte die Maschine dann einsetzen. Und ich habe ja auch noch eine fertig.
Muss ich doch einen in der Clanburg haben, um sie zu setzen? Und man baut sie doch nur, um zu spenden? Ich weiß es jetzt wirklich nicht. Ach nee, ich war eben schon im Angriff, glaube ich, drin. Ich konnte vorher nicht wechseln, ne? Ich glaube, ich war eben schon im Angriff drin. Man muss, glaube ich, vorher wechseln. Das können wir nochmal eben rausfinden. Das finden wir jetzt nochmal raus. Wartet. Okay. Ja, da habe ich jetzt die Maschine. Ich muss vorher wechseln. Alles klar, Leute. Wenn euch die Folge trotzdem gefallen hat mit mir, die war ja jetzt etwas kürzer und etwas knapper, dann lasst mir am Ende immer wieder gerne den Daumen nach oben da. Bitte nehmt an der Umfrage teil. Ich werde die dann einfach mal auswerten und dementsprechend werde ich hier, glaube ich, dann auch agieren. Bis dahin, euer Toto. Clasht.